So, meine Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Wir haben letztes Mal den Makaio-Stern abgeschlossen. Heute sind wir bei Coolers Rache. Beim nächsten Mal sind wir, glaube ich, bei Schöner Verrat. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gehabt hatten. Ich glaube nicht. Wir waren aber diesmal erstmal bei Coolers Rache. Und ja, Cooler greift an. Wir nehmen auf jeden Fall Level 1, weil, wie gesagt, ich will mich hier noch so ein bisschen einüben. Und ja. Won the battle against Frieza, the Z Fighters were at last able to return to their peaceful lives. However, their quiet days were soon interrupted by the arrival of Frieza's brother, Cooler. Far more powerful than his younger brother, he has come to Earth in search of revenge. Unable to withstand Cooler's terrible might, the battle's looking bleak for the Z Fighters. But now, seeing his friends' lives in jeopardy, Goku's Super Saiyan powers have awakened once again. Genau. Ah, das ist ein schöner Kampf, darauf freue ich mich schon. Cooler Film ist sowieso ein sehr cooler Film. Also, ja, okay, cooler. Ja, aber wie gesagt, würde ich Ihnen empfehlen. Vor mehr als 20 Jahren, als Frieza den Planeten Vegeta zerstörte, beobachtete sein großer Bruder Cooler, wie eine einsame Saiyajin-Raumkapsel zur Erde entkam. Jahre später, als er erfährt, dass derselbe Saiyajin Schuld an der Niederlage seines Bruders hatte, schwört Cooler Rache und greift augenblicklich die Erde an. Ich bin Son Goku, Finger weg von Son Gohan. Du hast also Frieza besiegt. Die Elite-Soldaten von Coolers gepanzerte Einheit greifen ohne Gnade an. Okay, dann sind Saiyajin ist auch in diesem Spiel, das wusste ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, können wir uns jetzt schon verwandeln mit Son Goku? Bin ich mal gespannt. Wenn ja, ich muss einmal ganz kurz gucken, wie das überhaupt noch geht. Genau, wir müssen auf jeden Fall nach unten. Ne, Piketto wollen wir ja nicht. Doch, Super Saiyan können wir tatsächlich. Und wir müssen R3 und nach links drücken. Alles klar. Ja, dann machen wir doch mal gleich unsere erste Super Saiyan Transformation, die wir selber ausführen können. Tatsächlich, nice. Sehr, sehr cool. Kamehameha! Boah, ja, nice. Das ist doch cool hier. Dass man, also wie gesagt, in diesem Spiel kann man sich hier fusionieren, in diesem Spiel kann man so vieles machen, was es in heutigen Spielen auf jeden Fall nicht gibt. Warum auch immer. Zack. Also Gokus Moveset als Super Saiyan gefällt mir eigentlich wirklich sehr. Also die haben es eigentlich ganz gut gemacht. Und tschüss. Jo. Erste Mission schon mal easy abgeschlossen. Son Gokus Hass. So. Nachdem sie Son Goku in die Ecke gedrängt hat, sie will die gepanzerte Einheit ihn töten, als Cooler selbst erscheint. Frieza? Hä? Son Gohan, bleib weg! Alle Saiyajin müssen sterben. Son Goku opfert sich, um Son Gohan zu retten. Er wird von Coolers Angriff getroffen und ist nicht mehr zu sehen. Nachdem Son Goku für den Moment versteckt ist, sucht Son Gohan eine Senzubohne, um seinen Vater zu heilen. Leider befindet Saiyajin sich gerade auf einer Erkundungsmission. Ja, speichern brauche ich jetzt noch nicht. Wir sind jetzt Piccolo. Yibi. Und wir gehen auf die Inseln. Ich sage ja, diese Story von diesem Spiel ist so endlos lang, ne? Wir haben jetzt 30%. Sofort erscheint Piccolo an Son Gohans Seite, um gegen Saiyajin zu kämpfen. Du, kommst du von Namek? Son Gohan, kümmere dich um die Senzubohne. Danke, Piccolo. Piccolo befiehlt Son Gohan, die Senzubohne zu Son Goku zu bringen und stellt sich Saiyajin. Du scheinst nicht schlecht zu sein. Ja, natürlich fehlen ja noch die anderen beiden Coolers Soldaten, Neizu und Dodel. Wir sind leider nicht in diesem Spiel, aber macht ja nichts.
Man kann froh sein, dass auch Seitzer hier in diese Spiele gebracht haben. So. Special Beam Cannon. Ja, okay, 9300 ist jetzt zwar nicht so ganz viel, aber besser als nichts. Aber ich finde, die Schlagangriffe machen hier enormen Schaden. Und die Höllengranate, die wir eigentlich erst in der Cyborg-Saga haben, aber das macht ja nichts. Ach stimmt, die kommt ja auch noch, die haben ja noch gar nicht angefangen. Und die haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Oh je. Die Cyborg-Saga kommt noch, Boo-Saga kommt noch, ich glaube GT kommt auch noch und die ganzen Filme noch, nice. Seine strategischen Angriffe machen Piccolo zu einem mehr als unebenbürtigen Gegner. Salsa, hol dir dieses Girl. Freezer? Plötzlich greift Cooler überraschend Piccolo an. Salsa folgt Son Gohan unauffällig bis zu seinem Versteck. Speichern tue ich dann erst, wenn wir am Ende sind. Man hört ja, wenn dieses Dü-dü-dü-dü kommt, dann ja. Aber die Map ist auch schön, finde ich. Also ich sag mal so, für PS2 ist die Map wirklich schön gestaltet. Also schön im Dragon Ball Style. Ja, schön, schön, ja. Während Son Gohan wartet, dass die Bohne bei Son Goku wirkt, erscheint ein Gast. Hier seid ihr also. Oh nein, er hat uns gefunden. Nein. Gut, jetzt kämpfen wir gegen Salsa. Ready? Was ist eure Meinung zum cooler Movie? Mögt ihr das? Sagt ihr so, ist geil, macht Spaß zu gucken? Oder sagt ihr, naja, es gibt bessere Movies, klar gibt's, also klar, wie gesagt, Janemba und sowas ist schon cool, ne? Aber ich finde Coolers Movie war auch nicht schlecht. Und ich freue mich schon auf den, ja, wie gesagt, auf Tenkaichi 3 freue ich mich schon. Naja. Masenko! Ich sag ja, so welche Combo-Angriffe ziehen hier echt verdammt viel. Leute, das macht so. Sind so Kindheitserinnerungen in diesem Spiel, ne? Das ist echt schön. Schön, schön, schön. Dass man das als Kind noch gespielt hat. Oh. Das waren schöne Zeiten. Da hatte man noch eine PlayStation 2 und ja. Son Gohan und die anderen sind Salsa ausgeliefert und bereiten sich auf den Tod vor. Wird Zeit, den restlichen Müll zu entsorgen. Hä? Plötzlich entdeckt Salsa Scouter eine enorme Energiequelle. Ist Son Goku endlich wieder zum Leben erwacht? Ah, ja gut, jetzt kann ich auch nicht speichern, egal. Ah, Son Goku ist wieder da. Von der Senzu-Bohne zum Leben erweckt, fordert Son Goku Salz heraus. Du, wie das? Das ist genug, verschwinde von der Erde, solange du noch kannst. Endlich zeigst du dich, Saiyajin. Los, zeig mir, wie stark ein Super Saiyajin ist. Cooler und Salzer kann diesen beiden schrecklichen Feinden überhaupt jemand trotzen? Boah, cool, das ist Level 63. Aber es müsste noch nicht der letzte Kampf sein, denn Cooler müsste sich ja auch noch verwandeln können. Oder müsste sich bestimmt noch verwandeln, denke ich.
Wir werden uns natürlich hier verwandeln in den Super Saiyajin. Wie cooler ist von mir natürlich heute. Ja, schlecht, also wenig ziehen wir jetzt auf jeden Fall nicht, also ordentlich sogar. Ach Leute, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich schon auf Dragon Ball Kakarot freue. Ich hoffe, eure Vorfreude war auch so groß wie meine, denn wie gesagt, wenn dieses Video hier ankommt, ist wahrscheinlich Dragon Ball Kakarot schon längst draußen gewesen. Denn ich produziere halt wirklich sehr viel vor. Oh, jetzt kommt Cooler. Ups. Ah nein, warte mal. Nein, stopp! Ah, ich wollte doch die Ulti einsetzen. Fuck. Und dann nochmal. Oh. Blitz Kamehameha. Fuck. Lol, der steht da und ich treffe nicht. Was ist das denn? Okay, wie hab ich das denn jetzt gemacht? Glaub mit. Will ich nochmal machen, bitte. Hau ab jetzt hier. Will nochmal. Nein! Mann, das kann ich doch nicht ahnen, dass er so ewig braucht, um aufzustehen. Ach komm, ich hab da keine Lust mehr drauf. Wir machen jetzt das Blitzkami. Wir vernichten ihn. Okay, wir vernichten ihn noch nicht. Wow, fast. Ja, gut. Was auch immer das für ein Angriff ist, ich werde das wahrscheinlich nochmal ausprobieren. Wir sind immer noch nicht fertig, also ein Kampf. Freezers Bruder, cooler Soldat. Ich denke mal, einen Kampf werden wir auf jeden Fall noch machen müssen. Gegen den verwandelten Cooler. In echter Saiyajin Art ist Son Goku stärker als zuvor, als seine Wunden verheilt sind. Salzer ist für die Macht Son Gokus kein Hindernis, zu Coolers großem Ärger. Hm, jetzt weiß ich, warum du meinem Bruder Probleme gemacht hast. Doch, zum Glück habe ich noch eine Transformation im Petto. Was? Cooler überrascht Son Goku, indem er seine Verwandlung ankündigt. Welche vornimmt er an? Da bin ich ja mal gespannt. Kann Son Goku Coolers ultimativer Transformation etwas entgegensetzen? Du solltest dich geehrt fühlen. Du wirst als erster meine ultimative Form zu Gesicht bekommen. Ach man, schade, das hat man jetzt nicht mal gesehen, wie er sich verwandelt hat. Schade. Nee, schade. Boah, was, wie viel Leben hatten wir? Ja, jetzt haben wir uns verwandelt in dieser coolen Kleidung. Oh, es war ein cooler Kampf, wie gesagt. Son Goku Super Saiyajin gegen Cooler. War schon cool. Worauf ich mich auf jeden Fall schon freue, ist
Super Saiyan Goku gegen... Oh, fuck. Super Saiyan 2 Goku gegen Super Saiyan 2 Majin Vegeta. Boah, das ist mein absoluter Lieblingskampf aus Dragon Ball Z. Welcher ist eure eigentlich? Schreibt es mal in die Kommentare. Nein, boah, das kann doch nicht wahr sein. Alter, was für Schaden macht denn der? Aua. Wir machen aber auch Schaden, also von daher. Ah, May. Boah, nice. Wie gesagt, ich spiele dieses Spiel auch auf Englisch. Ich weiß, ich habe das früher auch immer als Kind auf Englisch gespielt, keine Ahnung. Eigentlich spiele ich ja die Spiele immer lieber auf Japanisch. Ich finde die Stimmen von den Englischen sind jetzt nicht so cool, also ich finde die Japaner sind ein bisschen besser. Aber wie gesagt, für diese alten Spiele muss man das einfach machen. So, es war auch der letzte Kampf für heute, beziehungsweise für dieses Video auf jeden Fall. Im nächsten Part sind wir auf jeden Fall bei Coolers Rückkehr, da wo wir dann als erstes mal wohl Vegeta Super Saiyan spielen. Tatsächlich erweist sich Coolers ultimative Form als viel schrecklicher als Freezer, aber Son Goku gibt nicht auf. Wie sein Bruder vor ihm unterschätzt Cooler Son Gokus Willensstärke, was er jedoch viel zu spät bemerkt. Cooler kann gegen Son Goku Super Saiyan Kräfte nichts ausrichten und wird vernichtet. Jungs, ich hab's geschafft. Und so kehrt dank der Z-Kämpfer wieder auf Frieden auf der Erde ein, bla bla bla, wie immer. Ja. Wie gesagt, dann sind wir beim nächsten Part wahrscheinlich bei Coolers Rückkehr oder wahrscheinlich bei einem anderen Kampf. Weiß ich noch nicht. Gucken wir sofort. Oh, 17 Minuten hat das gedauert. Das war schon lang. Genau, Coolers Rückkehr. Schöner Verrat. Müssen wir auch noch machen, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt die Story zu 27% durch. Wie gesagt, immer noch nicht zu 30%. Das ist echt eine arschlange, die Story, ne? So, ich bin damit wieder raus. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.